Der erste rein elektrische Volvo ist da und Volvo steht ja wie keine andere Marke für Sicherheit, aber auch Zuverlässigkeit, selbst bei den härtesten skandinavischen Bedingungen. Und der Volvo XC40 Pure Electric, wie er heißt, legt in Sachen Sicherheitsausstattung aber nochmal einen drauf. Er zieht eine Anhängerlast bis zu 1,5 Tonnen, aber das Wichtigste, es macht eine Riesenfreude, das Auto zu bewegen. Was der XC40 P8, wie er auch genannt wird, gut kann und was er weniger gut kann, das seht ihr in diesem Video. Willkommen beim InstaDriver. Ja, zu einem tollen Auto gehört für mich auch immer ein toller Schlüssel. Das ist er. Und er hat auch eine Spezialfunktion. Können nicht alle, aber das finde ich natürlich großartig. Das kann Volvo. Auch die älteren Modelle schaffen das. Das macht mir besondere Freude. Aber auch der Schlüssel ist schön designt. Er sieht sehr, sehr schön aus. Das Material könnte vielleicht ein wenig besser sein, aber dennoch bin ich zufrieden mit dem Schlüssel. Ja, bevor wir jetzt einen genaueren Blick auf das Auto werfen, zeigt euch noch Vivien die genauen technischen Daten. Verschaffen wir uns mal einen Überblick über das Auto. Hier die Fakten. Das Fahrzeug wird von einem Elektromotor auf der Vorderachse und von einem Elektromotor auf der Hinterachse angetrieben. Diese leisten jeweils 150 kW, zusammen also 300 kW, was 408 PS entspricht. Das Drehmoment ist 660 Newtonmeter und natürlich sofort ab dem Stand verfügbar, was dem Elektromotor einen echten Vorteil gegenüber dem Verbrenner verschafft. Den Sprung von 0 auf 100 macht der Pure Electric in 4,9 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit ist, wie bei allen Volvos, mit 180 km/h abgeriegelt. Da macht der schwedische Hersteller wohl keinen Kompromiss. Die Batterie ist eine Lithium-Ionen-Technologie und verfügt über eine Kapazität von 78 Kilowattstunden brutto und 75 Kilowattstunden netto. Laut der Messtechnik WLTP kommt das Fahrzeug auf eine maximale Reichweite von ca. 400 Kilometern. Das sind die Zahlen und Fakten, aber was sagt eigentlich unsere Emotion dazu, Matthias? Ja, von außen sieht der batteriebetriebene Volvo aus wie der XC40 Verbrenner oder Plug-in-Hybrid. Aber unter der Hülle steckt eine ausgeklügelt konzipierte Systemtechnik und das merkt man gleich an folgenden Aspekt. Hier vorne gibt es nämlich, siehe da, tada, einen Frunk. Ich hoffe, Vivien hat es euch noch nicht gezeigt, denn das wollte ich euch zeigen. Hier ist der Frunk. Und normalerweise findet man so etwas nur bei einem rein elektrisch konzipierten Fahrzeug. Volvo schafft es aber, den Elektromotor-Antriebsstrang, also den Elektromotor plus Antriebsstrang, der übrigens identisch ist wie beim Polestar 2, nahtlos hier in die Verbrennerhülle zu integrieren. Und nicht nur das, sie schaffen es auch, die Stärken des Elektromotors, wie zum Beispiel die Platzersparnis, wirkungsvoll auszuspielen. Und das sieht man anhand eines Frunks. Okay. Wenn wir einen Blick nach hinten machen, P8 ist die Detailbezeichnung, P steht für Pure Electric und 8 ist für 80 Kilowattstunden. Er hat ja 78 Kilowattstunden brutto, also die meisten Hersteller runden hier auf und damit bekommt man diese P8-Bezeichnung, falls ihr euch wundert. Ja, hinten klassisch die große Volvo-Aufschrift und die schönen Volvo-markanten Rückleuchten. Gefällt mir prinzipiell sehr gut. Es ist auch mit dem Dach extrem schön gelöst, dass es in einer anderen Farbe kommt. So, folgt mir mal mit. Man merkt es hier gerade von der Seite, sieht man, dass sich das Dach mit der Reling hier schön abhebt vom Rest des Fahrzeugs in der anderen Farbe. Was mir besonders gut gefällt, sind diese Kanten an der Motorhaube. Ja? Doppelkanten in der Höhe versetzt. Das wirkt für mich einfach solide und beständig. Und ich glaube, das ist das, was Volvo hier transportieren möchte. Denn in der skandinavischen Wildnis ist nichts Wichtigeres als Beständigkeit und ja, auf etwas, was man vertrauen kann. Und ich glaube, das symbolisiert dieses Auto. Der Kühlergrill, der ist als einziger anders als beim herkömmlichen XC40. Ja? Man sieht das hier, der ist geschlossen und dadurch wirkt das als Designelement. Ja? Es hat hier eine wunderschöne Öffnung sogar noch. Und ja, mit dem großen Logo, mit dem Symbol, wirkt das für mich sehr elegant, jung und attraktiv. Ja, was auch noch besonders ist, sind natürlich die Tors Hammer Tagfahrleuchten. Richtig genial, finde ich, haben die Schweden das umgesetzt, auch in die Marke integriert. Natürlich nordische Mythen, Thor kennt jeder, der Gott des Donners.
Und das passt natürlich richtig gut zu Volvo. Und wenn jemand da einem auf der Autobahn im Rückspiegel sieht und die Thor's Hammer sieht, ja, dann macht er schon Platz. Also ich würde es machen. Okay, ja, die leuchten übrigens auch, wenn man blinkt, dann in einer ganz warmen Farbe. Also sie ändern ihre Farbe und das ist ein schönes Detail. Ja, alles in allem kann ich sagen, ist das Design vom Volvo XC40 ja attraktiv, jung, dynamisch, aber für mich vor allem elegant. Elegant und hochwertig ist das, wie ich das Auto beschreiben würde. Und wenn man das Auto angreift oder wenn man es ansieht, ja, dann fühlt man, als hätte man etwas Besonderes. Als würde man etwas Besonderes fahren. So würde ich das zusammenfassen. Weiter geht's mit der nächsten Kategorie. Machen wir einen Blick auf das Platzangebot. Ja, der Einstieg, der ist sehr komfortabel, etwas höhenversetzt. Wir haben ja einen Kompakt-SUV und Platz genommen, merkt man sofort, extrem komfortabel. Der Sitz ist schon perfekt auf mich eingestellt, habe schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Und ja, ich bin 1,78 groß und habe hier noch Kopfluft von einer Faust. Habe das auch sehr großzügig jetzt hier eingestellt und muss sagen, mit dem ganzen Raumgefühl bin ich extrem zufrieden. Ist schon richtig imposant. Schauen wir uns mal den Faux an. Auf mich eingestellt und da sieht man sofort, Wahnsinn. Ah, seht euch das an. Auf mich eingestellt, 1,78 groß, also natürlich gibt es größere, aber dennoch wird hier hinten auch Kopfluft, ja, ein wenig, ja, sind hier 3 bis 4 Finger, nicht meine ganze Faust, aber dennoch haben auch hier, ja, größere Wikinger hinten hier Platz und können auch das genießen, vielleicht nicht zu dritt. Also nicht 3 Wikinger, aber 2 Wikinger und eine kleine Tochter, die passt hier auf jeden Fall rein. Oder ja, genug Kindersitze, richtig viel Platz, sehr schön umgesetzt. Hier auch 2x USB-C Anschluss, könnt ihr das sehen, das ist ein bisschen dunkel hier. 2x USB-C, hier natürlich ISOFIX vorhanden, an beiden Seiten haben wir das vorne auch. Schauen wir mal, ISOFIX vorne auch vorhanden. Natürlich ist ja ein Volvo. Weiter geht's mit dem Kofferraum. Ja, schauen wir uns auch mal den Kofferraum an. Ein Klick, dann geht's von alleine auf. Das mag ich ganz besonders. Der Kofferraum hat ein Fassungsvolumen von 414 Litern, so wie er jetzt ist. Wenn man dann die Sitze noch umklappt, dann kommt man auf ein insgesamtes Fassungsvolumen von 1290 Litern. Und das hier sind die Abmessungen. Besonders schön finde ich, dass sie sich hier unten einfallen lassen haben, dass man das umklappen kann, sodass man ihn quasi teilen kann. Also man hat hinten noch eine Fläche, wo man oben Sachen abstellen kann. Und dann gibt es hier unten eine kleine Einwölbung, wo man Sachen unterbringen kann. Und dann kann man das einfach wieder zurücktun. Das finde ich wirklich sehr schön. Und wenn wir über Stauraum reden, dann müssen wir natürlich auch über den Frank reden. Der hat ein Fassungsvolumen von 31 Litern, wobei unten noch so ein Kit drin ist und eignet sich perfekt, um zum Beispiel Ladekabel unterzubringen. Nur so, Matthias, ich habe zuerst den Frank erwähnt. Ich sag's nur. Machen wir nun einen Blick auf die Verarbeitungsqualität und die Materialien, die im Innenraum eingesetzt sind. Ja, das haptische Erlebnis, das steht bei Volvo im Vordergrund. Trotzdem legt der Konzern aber Wert auf Nachhaltigkeit und das funktioniert hier im Volvo XC40 Pure Electric meines Erachtens ziemlich gut. Hier am Lenkrad extrem hochwertig und auch hier an der Türe das haptische Erlebnis, wenn man hier zum Beispiel die Fenster runter macht, das ist wirklich gut gelungen beim Volvo. Auch Wert auf Details legt Volvo hier zum Beispiel beim Schaltknopf, die Ziernaht, ja, da die Knöpfe, super, super umgesetzt, haptische Knöpfe noch. Auch hier die Details mit dem Glanz, das wirkt wie ein Kristall. Auch diese Knöpfe hier, also Volvo legt hier Wert aufs Detail. Vivienne wird euch was auch dazu sagen, denn dieses Auto hat ja in den anderen Ausführungen schon etliche Preise gewonnen. Und das merkt man, dieser Gedanke, dieses Gefühl oder diese Ausstrahlung, die fließt hier mit. Also das Auto hat auf jeden Fall Charme und eine gute Qualität. So, aber ich habe euch ja schon versprochen, dass sich der Wagen richtig gut fährt. Deswegen fahren wir jetzt los und schauen uns die Driving Experience an. Man braucht den Schlüssel. Übrigens nur einstecken haben, sich hinsetzen. Es gibt keinen Startknopf, denn das Auto hat Sensoren im Sitz und merkt so, dass wir bereit sind zum Losfahren. Also einfach hinsetzen,
Bremse drücken, Gang einlegen und schon fährt der Volvo geräuschlos. Ja, wow, das wird gut an. Er fährt los. Ja, auch die Rundumsicht des Fahrzeuges ist gut gelungen. Vivienne hat ein gutes Gefühl, ich habe auch ein gutes Gefühl. Der Spiegel ist extrem schön designt. Man sieht hier Vivienne, wie happy sie ist, dass den Volvo zu fahren. Was sagst du zum Rundumblick? Wirklich gut. Also ich sehe auch vor allem mal hinten alles, weil die Heckscheibe nicht so klein geraten ist. Und auch beim Schulterblick, also ich fühle mich rundum sicher. So, die ersten Meter gefahren mit dem batteriebetriebenen Volvo und ich bin richtig begeistert. Das Auto fährt sich extrem gut. Das macht einfach Spaß, dieses Auto zu bewegen. Das macht eine Riesenfreude. Warum? Weil es sich extrem angenehm fährt. Also die Dämpfung ist meines Erachtens richtig grandios gelungen. Auch das Handling von dem Fahrzeug, es ist knackig. Obwohl es jetzt ein SUV ist oder ein Mini-SUV, ist es nicht schwerfällig. Das Auto wirkt extrem agil. Beim Beschleunigen hat man einen Punch. Das kennt man normalerweise nur von einem Sportwagen. Und das in einem Mini-SUV, der eigentlich für den urbanen Raum gedacht ist. Das begeistert mich wirklich, was durch den Elektromotor hier möglich ist und was Volvo auch hier fördert. Nicht alle fördern das so wie Volvo meines Erachtens. Und was ich auch herausreden muss, ist die Rekuperation. Es gibt zwar keine Einstellungsmöglichkeit, aber der Volvo rekuperiert immer gleich. Egal ob jetzt 100% die Batteriekapazität ist, wo ja normalerweise das Auto nicht rekuperieren würde, weil die Batterie schon voll ist. Hier, im XC40 Recharge Pure Electric rekuperiert er immer gleich. Volvo schafft das dadurch, dass sie die Bremsen einsetzen, wenn die Batterie nicht mehr geladen werden soll. Und dadurch gewährleisten sie immer das gleiche Rekuperationsgefühl. Finde ich extrem gut. One-Pedal-Driving ist auch vorhanden. Das Auto bleibt bis zum Stillstand stehen. Und hat eine richtig starke Rekuperation. Und das freut mich besonders, denn ich liebe die Rekuperation. Und die ist hier so gut ausgeführt wie in fast keinem anderen Elektroauto. Ich bin richtig begeistert. Das ist top. Ja, die Beschleunigung, richtig guter Punch. Schon gesagt, also ich kann das gar nicht oft genug sagen. Aber ich glaube, mehr zu anderen Aspekten erzähle ich jetzt, die Vivienne. Also ich fahre jetzt auch das erste Mal. Und ich muss sagen, ich fühle mich richtig zu Hause. Zu Hause, weil alles funktioniert und es sich anfühlt, als ob ich schweben würde. Also erstmal, ich fahre normalerweise nicht so große Autos und fühle mich dann oft wie in so einem Raumschiff. Das finde ich aber eher ein unangenehmes Gefühl. Und hier habe ich aber das Gefühl, dass ich wirklich Herr oder Frau aller Dinge bin. Das gefällt mir sehr. Wie Matthias gesagt hat, die Rekuperation ist richtig geil, weil man wirklich auf Null runterkommt. Also One-Pedal-Driving, das hat es echt verdient. Und ich finde auch, dass man hier wirklich alles richtig übersichtlich vor sich hat und nicht abgelenkt wird, sondern es einfach unterstützt wird, das gute Fahren. Und es ist einfach geil. Es macht eine riesige Freude, gerade auch mit dem, dass man sich so fühlt, als würde man schweben. Also das ist so toll. Ja, und tatsächlich wurde 2018 das Verbrennermodell als Frauenauto des Jahres ausgezeichnet. Und da ging es zum Beispiel um Umweltfreundlichkeit. Wobei wir das natürlich jetzt noch mal ein bisschen verschärft haben. Ne? Und es ging aber auch um sowas wie Kinderfreundlichkeit oder Platzangebot. Platzangebot auch durch den Frank jetzt noch mal verbessert. Und Kinderfreundlichkeit, wir haben jetzt sogar noch mal mehr Platz auch in den Seiten hinten, dass man quasi noch mehr Sachen unterbringen kann. Ich glaube, dass es nicht nur Sachen sind, die Frauen interessieren sollte, sondern einfach mal generell als Familienwagen. Er hat auch 2018 den Familienpreis gewonnen. Und ich glaube, dass der vollelektrische da auf jeden Fall nochmal an Bedeutung gewonnen hat. Ich finde das auch richtig cool, wenn man jetzt zurückfährt, diese 360-Grad-Kamera. Soweit ich das verstanden habe, ist das ein Extra, aber ein Extra, das sich lohnt. Also ich sehe hier komplett den Umriss. Es sieht aus, als würde man quasi mit Google Maps auf mich raufgucken. Und ist echt ein cooles Feature und, glaube ich, auch wirklich praktisch in sehr engen Parksituationen. Ja, willkommen beim Infotainment-System des Volvo XC40 Recharge. Ihr seht hier, das ist unsere Google Maps Karte. Wir haben hier Android Automotive based und
Das Infotainment-System ist richtig stark. Man sieht das hier an der Karte. Die reagiert irre schnell, wie auf den besten Tablet-Geräten oder Telefonen, die es da draußen am Markt gibt. Und das sieht man selten in einem Auto. Das sieht man wirklich selten, diese Geschwindigkeit. Und das merkt man aber überall, egal was man hier in dem Infotainment-System tut. Ein weiterer richtig starker Faktor ist die Spracherkennung. Jetzt zeige ich das mal hier. Volvo, erzähl uns einen Witz. Das ist der Vorzeigeeffekt. Das kann ich nicht machen, weil ich offline bin. In der Zwischenzeit kannst du dir den Weg beschreiben lassen, jemanden anrufen oder Radio hören. Nee, danke, das wollen wir nicht. Jetzt wollte ich gerade von dir schwärmen, Volvo, aber... Ja, jetzt, hey Google! Jetzt geht's nicht. Erzähl uns einen Witz! Volvo, erzähl uns einen Witz! Ein Witz sollst du kriegen. Warum können Seeräuber den Flächeninhalt eines Kreises nicht berechnen? Weil sie Piraten. Vivian findet super lustig. Ja, ich finde es ganz okay. Ich meine, ja, das erste Auto, das Scherze reißt, aber. War der jetzt der Hammer? Ja. Warte. Ja, kann jeder für sich selber beurteilen. Aber cooles Feature auf jeden Fall. Die Spracherkennung funktioniert extrem gut. Man kann hier Google alles fragen, was man will. Und ist auch gut mit dem Auto integriert. Also ihr seht schon, das Infotainment-System, das ist richtig stark. Kann man auch nur schwärmen davon. Hier gibt es die Einstellungen zum Fahrzeug. Hier gibt es die Shortcuts. Oder hier kann man auch noch sich hier ja, Spotify und was auch immer herlegen. Android-based fürs iPhone wird ein Over-the-Air-Software-Update kommen. Bis Ende des Jahres hat man uns gesagt. Und dann wird auch das iPhone-System besser integriert werden. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich euer iPhone mit Bluetooth auch jetzt schon verbinden. Sorry, dass das so wackelt. Vivian kann nicht aufhören zu fahren. Und der Deal war einfach, dass sie weiterfährt, währenddessen ich dieses Video mache. Ich glaube, die Vivian hat sich verliebt in dieses Auto, oder? Das ist leider wahr, ja. Du hast kein Mikro. Also es ist leider wahr. Kommen wir nun zu unserem letzten Punkt, zu den Assistenzsystemen. Und wenn man sich fragt, was hat der Pure Electric an Assistenzsystemen zu bieten, dann kann ich nur sagen, einiges. Beim Einparken zum Beispiel hat der Pure Electric einen Rundumblick, wie ich vorhin schon gezeigt habe. Das liegt an 4 Kameras. Und diese sind gemeinsam mit einem Ultraschallsensor und einem Radar auf einer Sensorenplattform gebündelt, die da heißt ADAS. Durch diese Sensorenplattform ist es dem Fahrzeug möglich, in Gefahrensituationen zu warnen und dann, wenn die Warnung ignoriert wird, auch selbst zu bremsen. Erkannt werden sollen andere Fahrzeuge, wie zum Beispiel beim Rückwärtsausparken, zu Fußgehende, Radfahrende und große Tiere und das sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Gemeinsam mit dem neuen Totwinkelassistenten, BLIS, also B-L-I-S, der auch beim Lenken eingreifen kann, ist Volvo wirklich auf einem sehr guten Weg in Richtung autonomes Fahren und macht den vollelektrischen damit sogar noch sicherer als schon den Verbrenner, der nämlich 2018 vom NCAP-Test mit 5 Sternen für Sicherheit bewertet wurde. Vivian und ich waren ja bisher ja, gar euphorisch kann man sagen, das Fahrzeug. Und man muss sagen, das Fahrgefühl ist auch richtig herausragend. Selber mal ausprobieren, eigene Meinung machen, zahlt sich aus. Was nicht herausragend ist, sind jetzt technische Daten, wie zum Beispiel die DC-Schnellladeleistung. Die ist nämlich 150 kW und das ist oberer Durchschnitt, aber nichts Herausragendes. An der Wallbox geht es ganz gut voran und zwar mit 11 kW. Die Reichweite ist laut WLTP 400 km. Und die reale Reichweite würde ich schätzen zwischen 350 und 380 Kilometer. Ja, und im Sinne von Thors Hammer, wie der Gott des Donners, bitte ich euch jetzt den Like-Button zu smashen. Ja, hat uns sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert doch den Kanal, falls ihr ihn noch nicht habt. Das ist die Vivian und ich bin der Matthias. Wir sind als Insta-Driver für euch voll elektrisch unterwegs und machen Videos rund um die E-Mobilität. Und am Samstag oder jetzt dann zukünftig auch am Freitag, wir werden das jetzt in den nächsten Wochen umstellen, gibt es unsere Sendung Stat Istix. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Würde uns freuen. Kommentiert vielleicht auch unten, was haltet ihr vom XC40 Pure Electric? Seid ihr denn schon gefahren? Wenn ja, schreibt es unten was rein. Aber auch wenn nein, schreibt es unten rein, was ihr von unserem Test haltet und ja, wie ihr das Fahrzeug haltet. Hat mich gefreut. Ich bin der Matthias. Das ist die Vivian und fahrt elektrisch, liebt das Leben und irgendwas hat's. Und schaltet ein! Und schaltet ein beim nächsten Video. Ahoi!